Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Kürassier Yosif im Sturmsangtal an dieser Position. Diese Weltquest kann nur vorhanden sein, wenn so ein Übergriff stattfindet und ihr als Hauptlevel unterwegs seid. Man kann hier von verschiedenen Himmelsrichtungen kommen, völlig egal. Ich starte hier an diesem Kreuz und laufe in Richtung des Mobs. Wie ihr seht, ist das eine Elite-Weltquest, könnt also auch Gruppen erstellen oder euch Gruppen anschließen. Ich werde es alleine versuchen, da ich mich auf dem Patch-Server befinde und hier ist es schwierig, Leute dafür zu finden, also für Elite-Weltquests allgemein. Wie ihr seht, patrouilliert dieser Kürassier ein bisschen. Mal schauen, bis wohin. Von da hinten ist er gekommen. Und nun sollte er umdrehen. Ja, ich denke mal, das ist klar. Ich greife ihn jetzt einfach mal an und warte nicht mehr, bis er an dem anderen Ende angekommen ist. Mal schauen, was er so kann. Okay, anstürmen. Ich mache mal gleich Death Cooldown. Tu mal ein bisschen die Ads fokussen. Vermute mal, dass ich es nicht schaffen werde. Aber mal schauen, wie lange ich durchhalte. Wie ihr seht, hat er ziemlich viel Leben und teilt auch gut aus. Schlag kann man anscheinend weglaufen, Wirbelwind. Und nach dem Schlag sollte wieder der Wirbelwind kommen. Ah, da macht er Anstürmen. Okay, also nicht zu weit weglaufen. Wieder der Schlag. Also ich mache das nur, weil ich alleine bin, wie gesagt. Normalerweise sollte man sich einer Gruppe anschließen und ihn einfach umhauen. Mein aktuelles Item-Level ist 372, also nicht besonders hoch. Und jetzt muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Falls euch dieses Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und oder meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Oh, ich glaube, der Schlag hat mich getroffen. Aber meine AC-Skills halten mich ein bisschen am Leben. Und wie gesagt, nicht zu weit weglaufen, sonst stürmt er an. Oh, jetzt ist er wieder böse. Wie ihr seht, bekommt er einen Buff, Wutanfall, 20% erhöht Schaden und sein Tempo. Oh. In einer Gruppe denke ich mal sehr leicht. Jetzt läuft er mir nach, wenn der Schlag macht. Wieso das denn? Aber ich halte mich gut am Leben. Ich
wieder wütend. Oh, der Schlag, egal. Hat schon gut unter 50% Leben. Hoppala. Also, ich finde, ich halte mich gut. Ja, ja, Schlag. Egal. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen und mache einfach GPS. Kann mich ja immer noch ein bisschen mit Todesstoß hochheilen. Ja, hat sich wieder gebufft. Und gleich sollte er down sein. Macht nochmal einen Wirbelwind und einen Schlag. Und erledigt. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao.